Ein herzerfrischendes Hallo und willkommen zurück bei GTA 4. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns in unser gutes Bettchen am Ende hingelegt und heute machen wir mal ein kleines Experimentchen. Und vielleicht könnt ihr mal sagen, im Vergleich zu den letzten Parts, bei den ersten vier tut es mir ein bisschen leid, dass, weil ich glaube, ich drücke das hier immer noch so ein bisschen auf die Ohren. Kann ich das hier? Ja, so. Denn, ist mir da ein kleiner Fehler unterlaufen beim Schneiden. Das tut mir leid, aber ich hoffe, ihr kommt darüber weg. Yoko, there you are. Okay. Glad. Come on, let's go for a walk, okay? Right. Okay, come on. I don't even like Where are we going? To my car. Why? Because of your cousin what? Owed me a lot of money, and until he pays me, you're fresh off the boat! Yakov's ass is mine. What the fuck you mean, why? Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on! Bonavince, stara vedma! Come on, Yakov! What's wrong with you? You gonna jump me? No, I had a late night last night. Spent it with Mikhail. Great. Yeah, wild! Yeah, I guess you're right. That's so who the hell one. Is Mikhail? Hey, Mikhail's the man! Shit! My nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on! Wait! I'm walking here! Wait the fuck Let's go! Up. Damn city, always trying to run you down, huh? Hey man, get a Get dollar. A job, hey, you deadbeat crackhead! Just a little change, man! Man, where do these people get up? Like I'm gonna pay for their drug habits! Well, say something! You are so fucking laid back! Moron! Come on! Want some? Good. We walked all the way over here so you could snort coke? No, listen! That's better. Huh? That's better. Man, Mikhail gets the good stuff. It's got some laxative in it, though. Gives you a stomach problem. Nice detail. Yeah, listen, Where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver blister. And it's packed in the projects by EIC subway station. Okay? Sure. You got keys? No. Yokel, I need you to take the car. Asshole owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in the car with a peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little okay. party. Fine. Have fun, dickhead. Ja, und wir dürfen jetzt die Arbeit machen und müssen jetzt zur U-Bahn-Station gehen. Ja, und ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm für euch, dass das jetzt vielleicht da, was weiß ich, eine Sekunde oder ein Hundertstel da falsch ist, wenn man die Polizisten hier wahrscheinlich Wache halten. Ist auch gut so, wenn hier was passiert, dass hier Polizei ist. Geh hoch zum Bahnsteig, okay? Noch weiter. Die Treppe geht hinauf wahrscheinlich. Ihr müsst auf den Zug warten. Warte, bis der Zug kommt. Ach, was ein Zugfall, da ist er schon da. Sogar mit Durchsagen. Ist ein stark besuchter Zug hier. Komm hier rein. Drücke F, um in einen Zug einzusteigen. Mit Zügen kannst du längere Strecken innerhalb der Stadt schneller zurücklegen. Drücke Eingabe, um direkt zum Ziel zu springen. Naja, das können wir auch. Drücke im Zug V, um durch die verschiedenen Kameramodi zu schalten. Ja gut, das ist ein bisschen langweilig. Aber das ist ja interessant. Ja gut, jetzt haben wir genug vom Zug gesehen, jetzt können wir zum Ziel springen. Na gut, dann lassen wir das laden. So, find und hol dir den silbernen Blister Compact. Das heißt wahrscheinlich das Auto. Hier, komm, bring hier runter.
Ich glaube nochmal zu diesem dummen Cut-Fehler von mir. Ich glaube, das ist bei den ersten vier Parts. Und ja, tut mir ein bisschen leid. Das ist ein Auto. This car belongs to Vlad. No, it's mine. Who asked it? It belongs to Vlad now. You should pay your debts. You that fat Russian's bitch? Just try and take. Du kannst bestimmte Gegner mit einem Betäubungsschlag überraschen. Dadurch geht er sofort zum Boden. Betäubungsschläge muss dein Gegner anvisieren und dich ihm unbewaffnet nähern. Wenn du nah genug dran bist, ändert sich das Fadenkreuz. Drücke dann linke Maustaste, um den Schlag auszuführen. Du auch? Mein Gott, hier. Little bitch. Come on. Ja, warte hier, come on. Zack. Ach so, ist offen. Bringt Jimmys Wagen zur Garage. Okay, wird gemacht. Also die Schlägereien, die müssen wir echt besser werden. I have your new car, Vlad. It's not pretty, though. Real dirty. Dirty? I can't sell a dirty car. I know your cousins like them dirty. Maybe your whole yokel family drives around in a dirty car. But it's not the way over here. Fucking peasants don't do nothing right. Hey, I could fuck this car up worse than a little dirt. Relax, man. You should lose your age. There is a car wash over on Saratoga Avenue. Just to take it over there, and then to my lockup, just up Mohawk. Did they give the car up easy? He's a little bruised, but he gave it up easy enough. Good. Dead guys can't pay any. You're learning. Also bringen wir da zur Waschstraße. Carwash bitte. Ja, das ging ja schnell, bitte, der Wahnsinn. Das hab ich ja echt bemerkenswert. Die Autowaschanlage hat immer geöffnet. Dein Auto ist sauber, aber das Auto ist immer noch kaputt. Bring Jimmys Wagen jetzt zur Garage. Thank you.
eben gerade ein bisschen verwirrt. So, wo ist da die Garage? Hier irgendwo. Kamera, dreh dich. Hier. Und die zwei Kollegen hier. Fahr den Wagen. Achso, die offene Kamera. Oh. Kamera drehen bitte. Wo hängen wir denn jetzt schon wieder? Hier ist ja der Wahnsinn. So, aussteigen, denke ich mal. So. Der Slot für das automatische Speichern enthält bereits Hangout to Dry. Ja, wir möchten es aber. Das muss ich ja nicht jedes Mal vorlesen, oder? Gut, dann rufen wir Vlad nochmal schnell an. Telefonbuch. Vlad. I put the car in your lockup. You're not as stupid as you look, Yoko. Come back to see me at the bar soon. Immer mit seinen dämlichen Sprüchen da. Das ist echt nervig, du. Hier haben wir schon mal eine Karre. So. Danke sehr. Habe ich doch ein anderes Auto genommen. Das ist ja schrecklich, die Kamera. Gibt es hier Essen oder ist das hier dieses Kabarett? Steige ich doch mal schnell aus. Roman, was gibt's, Junge? Nico, as you're my cousin, I want you to use family business how you like. Anytime you want cab, you call. Thank you, cousin. That could be very useful in this city. Roman hält jetzt viel von dir und ist bereit, dir Gefallen zu tun. Du kannst Roman anrufen und Taxi auswählen. Er schickt dir dann eins seiner Taxis, die dich abholen und zu Fahrzielen der ganzen Stadt bringen. Ja, das ist schön, aber ich, muss hier mal Restaurant. So, hier, Restaurant. Da möchte ich gerne hin. Wir müssen nämlich mal was essen. Ups. Was essen gehen. Der Motor auch so komisch rattert von dem Teil. Ach Gottchen, naja, komm. Meine Dinner. Das ist das Ziel erreicht, das ist schön. Tür lassen wir den natürlich auf, stört uns ja nicht. Was? So, gehen wir mal hier rein. Mit dem Burger. Enjoy, try not to puke. What? Naja, komm, egal. Hier, steck rein. Sehr gut. Bye, come gorge again. What was that? So, gut, dann haben wir was gegessen. Steigen wir mal in das Auto hier ein. Eine tolle Superkarre. Kein Mensch haben will. Oh Gott, was war das? Was? So, hier sind wir Versteckchen. Das packe ich jetzt extra nicht rein, weil ich die gar nicht mehr habe. Karre. Weil hier wird es ja dann zusammen gespeichert. Assistant Parking Only. Okay. So, wie gesagt, ich habe gesagt, ich wollte nicht so lange aufnehmen, deswegen mache ich das jetzt auch nicht und gehen wir wieder in unseres Versteck und legen uns ins Bettchen. Natürlich in unserem altbekannten Schlafanzug und sagen gute Nacht. Hangout to try. Auswählen. Ja, überschreiben. Ja, so. Das war die kurze Aufnahmesession. Vielleicht seid ihr auch beim nächsten Mal dabei, würde mich freuen und bis dahin, tschüss!